Liebe Anwesende hier im Max-Lingner-Haus, herzlich willkommen zur neuen Runde, zur ersten Veranstaltung im Frühjahrsprogramm. Frühjahrsprogramm zu sagen, ist natürlich eine Verheißung. Heute haben wir auch Februar, aber es wird jetzt alles viel besser und die Tage werden länger und es wird wärmer und so weiter. Und außerdem haben wir ein tolles Programm vorgelegt. Nehmen Sie sich das bitte mit. Wir verschicken es ja immer auch digital, aber hier auch jetzt gedruckt für Sie. Und wer das gerne digital haben möchte, für die, die jetzt noch zuschauen oder es später nachschauen, schicken Sie mir eine Mail, dann kann ich es wenigstens als PDF schicken. Aus Kostengründen versenden wir es nicht mehr. Wenn Sie es gerne haben wollen, dann ist es hier immer im Kasten vor der Tür oder am besten, Sie kommen zu so einer Veranstaltung und nehmen sich das Programm mit. Herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung. Ich habe heute die Freude, Christian Hufen vorzustellen, der hier gar kein Unbekannter mehr ist in der Runde, weil er auch schon selber vorgetragen hat aus seinen verschiedenen Forschungen und auch von einer zur anderen Veranstaltung auch im zukünftigen Programm mehrfach hier die Moderation mit übernehmen wird. Christian Hufen ist Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler, der dieses an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert hat, 1990-91 die interessante Erfahrung machte, ein Jahr in Moskau zu studieren, in einer interessanten Umbruchszeit, daher auch ganz gut Russisch kann und das Thema der russischen Kultur und Geschichte auch zu seinem Thema gemacht hat, ja über Fjodor Stepun, einen weiß-emigrantischen politischen Denker aus Russland, bei Karl Schlögel promoviert und hat, wenn es jetzt die Gelegenheit ergibt, obwohl die Bedingungen ja so dramatisch schlecht geworden sind, aber vielleicht die Notwendigkeit, sich über die russische, über die sowjetische Geschichte noch genauer zu informieren, um die Orientierung zu behalten und strategische Optionen auch zu bewahren. Er sucht und findet jedenfalls auch Gelegenheiten, sich mit russischen, mit deutsch-russischen Themen, mit deutsch-sowjetischen Themen zu beschäftigen. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, dass er aus seiner Forschung berichtet über Georges Grosz in der Sowjetunion. Ein Thema, das er auch in die Ausstellung, die laufende Ausstellung im kleinen Georges Grosz Museum einbringen konnte. Und das vielfache Beziehung zu unserem Themenfeld hat, nämlich auch der frühen Begegnung von deutschen Intellektuellen nach und im Umfeld der Novemberrevolution mit ihrer Orientierung auf Sowjetrussland und dieses in vielerlei Hinsicht sowohl durch den Westen als auch durch den Osten, durch die DDR, aber auch die Bundesrepublik, lange Zeit völlig vernachlässigten Thema. Beide Seiten wollten es dann nicht so genau wissen, wie es sich konkret verhalten hat. Eröffnen sich hier neue Forschungsgegenstände. Und Christian, du hast das Wort, um deinen Bericht, deinen Vortrag über die nicht ganz unwichtige Reise von Georges Grosz in die Sowjetunion zu halten. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte, Thomas. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, der Vortrag, mein heutiger Vortrag, steht unter der Überschrift Genosse Grosz im Land der Sowjets, eine Künstlerreise mit Folgen. Das Ganze wird 5 Kapitel haben und ich habe mir gedacht, eine Art Logo, Signé immer voranzustellen, nämlich diesen Umschlag. Das ist eine Broschüre aus dem Malek Verlag in Berlin, eine Schrift von Wieland Herzfelde, dem Verleger Gesellschaft, Künstler und Kommunismus von 1921. Also der Buchumschlag 1921 ist gestaltet von John Hartfield und dieser bullige Kopf, Boxerprofil, Art Proto-Mussolini, der stammt von George Grosz, also das sind die Züge von George Grosz. Dieses Dreigestirn, dachte ich, kann also immer mal wieder auftauchen. Das wird zu jedem Kapitelanfang, wird dieser Umschlag erscheinen. Im zweiten Kapitel 2 von diesen Umschlägen und so weiter, sodass Sie sich orientieren können und dieses Dreigestirn den Weg weist. Der erste Abschnitt heißt hier Mutmaßungen über Grosz. Derzeit gibt es zwei
Viel beachtete Ausstellungen zum Werk von George Cross in Deutschland. Eine Retrospektive der Berliner Schaffensphase an der Staatsgalerie in Stuttgart mit Werken, die zur Zeit der Weimarer Republik entstanden sind und den Künstler weltberühmt gemacht haben. Sowie eine Sonderschau im kleinen Cross-Museum in Berlin-Schöneberg unter dem Titel 1922 George Cross reist nach Sowjetrussland, wo der politische Zeichner und seine bisher wenig beachtete Reise nach Petrograd und Moskau im Mittelpunkt stehen. Zwei Schaufenster in Berlin, in Berlin-Zehlendorf, der Katalog der Stuttgarter Ausstellung, uns aber fehlt, und in Berlin-Mitte an der Museumsinsel aktuell das Schaufenster der Buchhandlung König. Da sehen Sie hier unseren Katalog und so sieht er dann in Natur aus. Hinweisen möchte ich noch auf die neue Dauerausstellung der Neuen Nationalgalerie im restaurierten Museumsbau von Mies van der Rohe an der Potsdamer Straße. Dort finden Sie drei Gemälde von Cross, die seine stilistische Entwicklung als Maler im Laufe der 1920er Jahre aufzeigen. Das ist hier eines der Gemälde, eigentlich das Hauptwerk dort, Stützende Gesellschaft von 1926. Über die Russlandreise, die George Cross im Sommer und Herbst 1922 unternahm, war wenig bekannt. In repräsentativen Ausstellungen wie Berlin-Moskau 1900 bis 1950, in der Berlinischen Galerie von 1995 und Russen und Deutsche, 1000 Jahre Kunst, Geschichte und Kultur, da können Sie sich vielleicht noch erinnern, die war zu sehen im neuen Museum 2012-13, beide Ausstellungen werden auch in Russland gezeigt, fand sie, also diese Russlandreise von Cross, keine Beachtung. Auch in der Literatur über deutsch-sowjetische Kulturkontakte, etwa bei Fritz Mirau und Lev Kopelev, fand sich darüber nichts. Das einzige Zeugnis waren die Memoiren des Künstlers. Sie entstanden 20 Jahre nach seinem Besuch in Petrograd in Moskau, in New York. Das Kapitel über den Besuch im ersten sozialistischen Staat der Erde wurde 1953 in der Zeitschrift Der Monat in West-Berlin publiziert und fand Aufnahme in die deutsche Ausgabe der Cross-Memoiren, die 1955 im Rowohlt Verlag erschienen. Die Bedingungen für Leben und Schaffen dieses Künstlers hatten sich geändert, seitdem er Deutschland Anfang 1933 gerade noch rechtzeitig verlassen hatte und 1938 amerikanischer Staatsbürger geworden war. Beachtung verdient, was Cross 1955 einem New Yorker Rechtsanwalt zu Protokoll gab. Er räumte ein, seit 1919 Mitglied der KPD gewesen zu sein. Doch wäre er 1923 aus der Partei ausgetreten und hätte die kommunistische Propagandaarbeit aufgegeben. Seine Erklärung, was er in Sowjetrussland 1922 sah, habe ihn enttäuscht. Unsere aktuelle Ausstellung im kleinen Cross-Museum rekonstruiert nun die erste Auslandsreise des Dadaisten und Kommunisten George Cross ins Land der Sowjets. Sie macht auf die Politisierung des Berliner Dadaismus aufmerksam und zeigt eine Auswahl von Zeichnungen, Originale und Grafiken sowie deren Reproduktionen in Büchern für die Parteipresse, KPD-Wahlplakate und sogar Wandbilder
die seiner kommunistischen Phase zuzurechnen sind. Meine Forschung ging von zwei Fragen aus. Warum gab es zu dieser Reise nur eine Quelle? Und ist diese überhaupt zuverlässig? Das Russland-Kapitel der großen Memoiren, wie auch die Selbstauskunft des Künstlers von 1955, wurden nie kritisch hinterfragt. Dessen Aussage wurde bei Rowohlt 1979 in einem Band mit Crossbriefen veröffentlicht und im Katalog der 1994er Retrospektive hier an den Staatlichen Museen zu Berlin kolportiert. Dort heißt es, ich zitiere, die Erfahrungen der Russlandreise bestärkten das Misstrauen von Gross gegen jede diktatorische Obrigkeit und veranlassten ihn 1923 aus der Kommunistischen Partei Deutschlands auszutreten. Zitat Ende. Es gibt jedoch kein authentisches Zeugnis für den Bruch mit der Partei und eine Distanzierung des Künstleragitators vom Kommunismus. In der von Ralf Kemper und Matthias Schindler kuratierten Ausstellung an der Bülowstraße werden nun aber kommunistische Werke von Gross ausgestellt, die vor und nach seiner Russlandreise 1922 entstanden sind. Schlimmer noch, es fanden sich zahlreiche sowjetische Publikationen von und über Gross, darunter Pressezeichnungen und eine kurze Autobiografie, die der Berliner Genosse exklusiv für die sowjetische Leserschaft produziert hatte. Letztere noch 1929. Wir stehen vor einem Paradigmawechsel in der Gross-Forschung. Statt von einem KPD-Austritt sollte besser von einer spektakulär erfolgreichen agitatorischen Mitarbeit in der internationalen kommunistischen Bewegung die Rede sein. Die Reise nach Sowjetrussland war keine Privatsache eines deutschen Künstlers, der lediglich Illusionen anhing und enttäuscht zurückkehrte. Von 1921 bis 1925 sind überhaupt keine Gemälde entstanden. Ross hatte die Staffeleimalerei aufgegeben und stellte sich nach seiner aktiven Phase als Dadaist den Klassenkampf zur Verfügung. Sein Ideal war der Pressezeichner an der Rotationsdruckmaschine. Und es war die Kooperation mit sowjetischen Partnern, nachweisbar ab 1921, die ihm die größte Publizität verschaffte. Der Ruhm, den Gross in diesen Jahren erlangte, verdankte sich seinen kommunistischen Werken. Auch die Komintern war an der massenhaften und internationalen Verbreitung seiner Werke beteiligt. Gross unterstützte deren erste und größte Hilfsorganisation, die Internationale Arbeiterhilfe. Ab 1923 kooperierte er mit der Internationalen Roten Hilfe. Ich werde zu beiden noch was sagen dann. Deren Aufgaben etwas beschreiben. Also er kooperierte ab 23 dann mit der zweiten Hilfsorganisation, der Internationalen Roten Hilfe, die auf dem 4. Kommentarenkongress 1922 gegründet wurde. Mit etwas Glück fand ich in russischen Archiven Dokumente, die eine Teilnahme des Künstlers an diesem Großereignis beweisen. Also zweites Kapitel, heißt Rekonstruktion der Russlandreise 1922. Der Reisebericht des Künstlers besteht aus zwei Hälften. So, jetzt wollte ich Ihnen eigentlich die Reiseroute zeigen und habe dummerweise keine Datei angefertigt, deswegen halte ich mal ganz kurz zur Abwechslung. Ich beschreibe die Reise auch dann noch. Also, wir hören jetzt gleich von einer komplizierten Anreise nach Russland und ich will Ihnen das ganz kurz zeigen. Also von Berlin irgendwann geht diese Reise über Kopenhagen, nach Oslo weiter, nach Trondheim, dann mit dem Schiff, bis dahin mit dem Zug, dann mit dem Schiff 1000 Kilometer bis Vardø, mit dem Fischerboot nach Murmansk. So, und hier haben Sie Finnland
Und hier haben Sie Sowjetkarelien auf der anderen Seite. Und hier geht die Murmanbahn, die wird dann gleich noch genauer erwähnt. Und da fährt er dann erstmal auch an den Onegasee nach Petrosawodsk und weiter nach Petersburg, was jetzt, ich nicht falsches zeigen, hier liegt. Und dann weiter in Russland. Ich bitte das kurz zu entschuldigen, dass das hier mal ohne Datei passiert. Also, der Reisebericht besteht aus zwei Hälften in diesen Memoiren. Eingangs schildert Gross die lange Anreise über Skandinavien sowie die illegale Einreise nach Russland mit einem norwegischen Fischerboot, die anschließende Verhaftung und die chaotischen, armseligen Wohn- und Lebensverhältnisse in Murmansk. Sein Reisegefährte ist der dänische Schriftsteller Martin Andersen Nexø. Das ist hier eine zeitgenössische Fotografie aus der Petrogradskaja Pravda. Nexø, Kommunist und prominenter Unterstützer der IAH, also der Internationalen Arbeiterhilfe. Im kommunistischen Malik Verlag des Verlegers Wieland Herzfelde, der Grafikmappen und Bücher mit politischen Zeichnungen von Gross verlegte, war ein schmaler Band Novellen von Nexø mit Illustrationen von Gross erschienen, 21, also im Jahr zuvor vor der Reise. Beide Künstler hatten ihr Honorar zur Unterstützung der Hungernden in Russland gespendet. Im August 1922 begannen Gross und Nexø in Kopenhagen ihre gemeinsame Reise. Angeblich im Auftrag, wie es in den Memoiren von Gross heißt, eines kommunistischen Verlages, das wird wohl der Berliner Malik Verlag gewesen sein, wenn überhaupt, also der eine illustrierte Reportage zum sozialistischen Aufbau in Russland bestellt haben soll. Also immer der Konjunktiv, weil da keine Unterlagen zu da sind. Warum die langwierige Anreise über Skandinavien? Es wäre unkomplizierter gewesen, in Stettin den Dampfer nach Petrograd zu besteigen. Ausschlaggebend war hierfür der Wunsch des Dänen, die karelische Arbeitskommune zu besuchen. Ein sozialistisches Experiment unter Leitung des finnischen Ökonomen Edvard Gylling. Nach Regelung ihrer Passangelegenheiten in Murmansk reisten Nexø und Gross auf der Murmanbahn nach Petrosawodsk, das sind dann auch nochmal 1000 Kilometer etwa von Murmansk, gelegen auf halbem Wege nach Petrograd am Ufer des Onegasees. Gylling empfängt die beiden Gäste in seinem Dienstsitz im früheren Gouverneurspalast. Die lokale Presse meldete die Ankunft des berühmten Schriftstellers. Nexø wollte dänische Bauern zur Ansiedlung in Karelien anwerben, was aber nicht gelang. Bei Exkursionen in die wald- und seenreiche Umgebung trifft Gross, wie er in einem Brief an Hermann Borchardt von 1936 mitteilte, auf Zwangsarbeiter. Ein Thema, das im Russland-Kapitel seiner Memoiren mehrfach angesprochen wird. Das ist eine kleine Fußnote. Also auch in der Neuen Nationalgalerie hier in Berlin sind zurzeit in einer, wie ich finde, sehr, sehr gelungenen neuen Dauerausstellung Komplexgemälde von Heinrich Vogeler zu sehen. Darunter dieses Gemälde im Format über Karelien. Heinrich Vogeler ist nach Gross in Karelien gewesen, also Gross vielleicht 2 Wochen. Und der eben erwähnte Gylling hat Vogeler eingeladen, 1925, ich glaube Ende der 20er Jahre, dann ein zweites Mal, den voranschreitenden Aufbau dieser dann schon zur Sowjetrepublik zu zeichnen, kennenzulernen. Und die Reportagen, die Gross hätte machen können, hat Vogeler dann auf seine Weise gemacht. Von Sowjetkarelien geht die Reise weiter nach Petrograd.
Im karelischen Nationalarchiv fand sich ein Telegramm von Gülling an Grigori Sinofjew, das die Abreise der beiden Ausländer mit dem Dampfschiff meldet. Kos wird hier genannt, also ich kann es ja vielleicht mal kurz übertragen. Das ist jetzt sehr wichtig auch für die Datierung der Reise. Steht also Telegramm Petrograd nach Petrograd, Smolny, Vorsitzender des Petrograder Sowjets, Sinofjew ist der Empfänger. Heute ist von Petrosawodsk mit dem Dampfschiff, oder heute reist ab, heute startet nach Petrograd, das Mitglied des internationalen Exekutivkomitees für die proletarische Hilfe für Russland, ansässig in Berlin, der dänische Schriftsteller Andersen Nexø. Mit ihm reist Genossin Ostrovskaya aus dem Volkskommissariat des Äußeren und der deutsche Künstler Ross mit dem Dampfschiff. Das Dampfschiff wird am Montag dort sein. So, das ist, soweit mir bekannt, eben die erste Nennung des Künstlers Ross in einem offiziellen Dokument in Sowjetrussland. Die Zeitung, die karelische Tagespresse, erwähnt nur den Nexø. Der war bekannt. So, Kos wird hier genannt. Also, ich sagte, das ist das erste sowjetische Dokument überhaupt. Es gibt zudem eine Begleiterin vom Außenministerium in Moskau. Wer war diese Genossin Ostrovskaya? Hat sie denn keinen Bericht verfasst? Meine schriftliche Anfrage im Archiv des Außenministeriums der Russischen Föderation ergab keinen Treffer. Wäre es vielleicht besser gewesen, persönlich hinzugehen? An dieser Stelle eine kurze Erklärung zur Archivarbeit in Russland. Ja, meine Forschung wurde von der Stiftung Willi Münzenbergs Erben großzügig gefördert. Die Mittel reichten für einen Monat im Ausland, 2 Wochen Moskau, 1 Woche St. Petersburg und einen Abstecher nach Petrosawodsk. Das musste für die Ausstellung im kleinen Großmuseum reichen. Es kam darauf an, in relativ kurzer Zeit etwas zu finden, was den Aufwand rechtfertigte. Ich wollte mich auf Bilddokumente konzentrieren. Im zweiten Teil seines Reiseberichts schildert Kos nämlich persönliche Begegnungen mit Lenin und weiteren führenden Vertretern aus Sowjetregierung und Kommentaren, stets ohne historischen Kontext und Datumsangabe. Zweifellos hatte er am 4. Weltkongress der Kommunistischen Internationale teilgenommen, der Anfang November in Petrograd feierlich eröffnet wurde und anschließend einen Monat im Moskauer Kreml tagte. Vieles deutete darauf hin, nur ließ sich das auch beweisen. In Berliner Bibliotheken und im Netz waren keine Aufnahmen vom Kongress zu finden. Doch es gab Hinweise auf unveröffentlichte Fotosammlungen und einen Dokumentarfilm. Im staatlichen Filmarchiv in Krasnogorsk bei Moskau fand sich eine Wochenschau. 30 Minuten Originalaufnahmen von diesem Kommentarkongress. Der Zusammenschnitt beginnt mit der Ankunft zweier Regierungszüge aus Moskau in Petrograd. Beim Vor- und Zurückspulen der Filmrolle entdeckte ich George Kos unter den Delegierten. Ein schlanker, junger Typ mit Schiebermütze, wenige Schritte hinter Klara Zetkin, der Ehrenvorsitzenden der Kommentaren. Das ist unser Mann. Nur für einen kurzen Moment kommt er ins Bild. Neben ihm läuft der Schriftsteller Arthur Hollischer. Film zeige ich auch gleich noch. Also der ist hier zu sehen, da sieht man den besser. Mitbegründer des Bundes für proletarische Kultur in Deutschland und Aktivist der Internationalen Arbeiterhilfe. Kos schildert in den Memoiren, undatiert und ohne Kontext,
Eine Zugreise in Gesellschaft von Hollitscher im Regierungszug nach Petrograd. Ja. Gegen Mitternacht seien beide ins Abteil von Lunacharski gebeten worden, wo der Volkskommissar für Bildung sich mit ihnen über die Proletkultbewegung unterhielt. Die Filmsequenz ist sicherlich die attraktivste Entdeckung meiner kleinen Archivreise. Jetzt bitte ich mal den Film zweimal zu zeigen, kurz, ist ganz kurz, ein paar 20 Sekunden vielleicht, deswegen zeigt man den zweimal hintereinander. So, jetzt kommt er da hinten. Und Hollitscher links. Vielleicht nochmal. Weißt du noch was über die anderen Leute auf den Hölle? Ich sage nachher noch was dazu. Was da machen. Danke. Weitere Überraschungen hielt das frühere Kommentarenarchiv in Moskau bereit. Vladislav Fiedler, den ich herzlich begrüße, hatte mich auf eine Schachtel mit, wenn ich es richtig erinnere, 280 unveröffentlichten Fotos des Kommentarenkongresses hingewiesen, die ich mir alle genau angeschaut habe. Eine Aufnahme vom Festbankett, das der Petrograder Gouverneur Sinofjew, zugleich Vorsitzender des Exekutivkomitees der Kommentaren für die angereisten Regierungsvertreter und Delegierten im Smolny ausrichtete, weckte meine Aufmerksamkeit. Na, das ist durcheinander jetzt. Können wir nochmal? Das meine ich ja. Mehrere Tafeln. Ich habe da noch Detailaufnahmen. Es könnte schärfer sein. Das hat ein bisschen was auf mit der Kommunikation mit dem Archiv zu tun, die dann doch Anfang 22 nicht mehr optimal war. Also ich habe selber mit dem Handy fotografieren können und habe dann noch einen Scan auch bekommen, von dem ich nicht genau weiß, ob es ein Scan ist oder ob es... Also jedenfalls, es ist nicht optimal. Sie sehen hier in der Haupttafel, sehen Sie Lunacharski, Klara Zetkin, Julian Machlewski, also das schon mal so ein paar andere eben. Und... hier im Mittelbereich, das wollen wir jetzt noch genau, wann findet sich Cross? So. An derselben Tafel mit Lunacharski und Zetkin sticht etwas weiter hinten der markante Kopf Hollitschers hervor. Genau, das war nämlich wirklich der Ansatzpunkt für mich. Das ist dieser kantige Herr hier. Und sein Nachbar, der sich zur Kamera vorbeugt, ist Cross. Also ich zeige hier schon mal, dann kommt nochmal Detailaufnahmen. Das ist hier Cross. Soweit bekannt war er in diesem Saal der einzige und überhaupt der erste bildende Künstler aus dem Westen, der an einem Kongress der Kommunistischen Internationale teilnahm. Hier ist es noch etwas genauer. Ich bitte die nicht ganz optimale Qualität zu entschuldigen. Also hier Bella Kuhn, das Zetkin, Lunacharski, Machlewski. Vielleicht können wir nachher noch andere finden. Hier Cross, also hier besser bekommt man den nicht von dieser Vorlage. Dann neben Hollitscher und gleich erwähne ich noch jemanden. In einer Sammlung mit Passfotos aller Delegierten fand sich auch eine bisher unbekannte Aufnahme des Künstlers. Den Angaben zufolge erhielt er seine Akkreditierung erst kurz vor dem Kongress, bevor der Kongress begann. Ross gehörte auch nicht zur offiziellen KPD-Delegation unter Leitung von Ernst Mayr, der ihm im Smolny schräg gegenüber sitzt. Wenige Plätze neben Cross, ein weiterer deutscher Genosse, Walter Ulbricht. Das ist nochmal der Ausschnitt. Und da bin ich nicht 100% sicher, das kann der Herr Hedler dann vielleicht noch genau sagen. Wir waren also bei diesen beiden Kandidaten, das sind die beiden Ulbricht-Kandidaten. Ich meine, das ist wohl der hier.
möglich darstellen könnte. Leider kommt in den zahlreichen Erinnerungen in- und ausländischer Kommunisten, die ich daraufhin durchsah, natürlich bestimmt nicht alle, die es überhaupt gibt, aber das, was ich sah, da kommt, also übrigens auch in russischen Zeugnissen, der Name des Künstlers nirgendwo vor. Dann wäre da noch die Pravda-Publikation. Die Suche danach verlief kurios. Bei Wieland Herzfelde hatte ich von einer Großzeichnung unter dem Titel Das Rad der Geschichte gelesen, die in der Parteizeitung noch während seiner Anwesenheit in Moskau erschienen sei. Auf der großen Malik-Ausstellung in Ost-Berlin, die der Verleger mit seinem Bruder John Hartfield 1966-67 einrichtete, war eine Kopie davon ausgestellt, gleich im Eingangsbereich. Den die Fotodokumentation, die noch vorhanden ist, im Nachlass von Herzfelde leider ausspart. Auch die von Herzfelde erwähnte Reproduktion der Zeichnung, das Rad der Geschichte, im Ausstellungsbericht des SED-Parteiorgans Neues Deutschland blieb unauffindbar. Kollege Hedler entdeckte dann im Online-Archiv der Pravda eine Annonce, die ich übersehen hatte. Anfang Dezember 1922 kam eine Sonderbeilage zum 4. Kommentarenkongress mit einer Doppelseite über George Cross heraus. Das seltene Heft, von dem wir eine Kopie beschaffen konnten, enthält die ersten Abbildungen seiner Werke in einer sowjetischen Publikation. Der Bilderbogen reproduziert bekannte Motive allein. Ein Rad der Geschichte war darunter nicht zu finden. Dritte Kapitel, die Cross-Ausstellung in Moskau. Ich vermute, da hatte noch niemand von gehört. In seiner Besprechung unserer Ausstellung für die Berliner Zeitung schreibt der Kunsthistoriker Eckhard Gillen, er hätte gern Zeichnungen von Cross aus Russland gesehen. Ehrlich gesagt ist das, was Gillen, ich zitiere, die große Enttäuschung dieser Ausstellung, das Ende nennt, ein Ergebnis unserer Forschung. Ich finde, es gehört zu den Aufgaben der Presse, die Arbeit der Forschung in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Zur Ausstellung ist ein Katalog mit 7 Essays erschienen. Der neue Erkenntnisse und Überlegungen zu dieser Reise versammelt. Es gibt keine Zeichnungen für Nexö, weil die beiden, wie im Katalog nachzulesen ist, schon in Murmansk zerstritten waren. Außerdem verfolgte nicht nur der Däne, sondern auch Cross in Russland ein eigenes Projekt. Wenn es eine große Enttäuschung im Zusammenhang mit dieser Russlandfahrt gab, dann aufgrund eines gescheiterten Ausstellungsvorhabens. Ein weiteres Ergebnis meiner Archivrecherchen in Russland ist die Auffindung von Korrespondenz der Internationalen Roten Hilfe, einer Hilfsorganisation der Komintern zur Unterstützung politischer Gefangener. Mal so als Beispiel, so ein Brief. Es gibt noch mehrere Briefe, das ist ein Original, also George Cross, Abteilung Kunst. Hier im April 1923 dann die Internationale Rote Hilfe, dass er gerne hilft mit Zeichnungen, aber darauf hinweisen möchte, dass er selber schon mit seinen Freunden Schlichter und Hartfield und anderen Propaganda im Sinne des Kommunismus entwickelt habe. Er muss da nicht dazu aufgefordert werden. Im Frühjahr 1923, in einem anderen Brief, die ich nur am Mikrofilmgerät sah, die sind nicht so attraktiv, aber im Frühjahr 23 erklärte Cross seine Bereitschaft, achso, das ist das hier noch, also einmal die IRH, also diese Rote Hilfe, propagandistisch zu unterstützen, forderte aber in anderen Briefen dann Garantien für die Rückgabe der Originalzeichnungen. Seine Erklärung in Moskau seien etwa 70 seiner Arbeiten verloren gegangen. Für ihn, wie er sagte, ein halbes Lebenswerk. Er war 29 Jahre alt, aber das war sehr wichtig für ihn. George Cross hatte nicht nur Schokolade, englischen Pfeifentabak und die Cross-Monographie von Willy Wolfert im Gepäck. Das ist sozusagen das aufgeschlagene Titelseite mit der mit einem Aquarell, was für ihn sehr wichtig war in seinem Werk, also Schönheit, ich will dich preisen.
Das ist die erste Monographie, die über ihn erschienen ist, 1921. Ja, das hatte er, das war nicht das Einzige, was er im Gepäck hatte, und er hat diese Monographie, wie wir wissen, an Trotzki geschenkt und hat auch Radek ein solches Exemplar geschenkt. Das ist noch eine extra Geschichte. Hier haben wir Radek in seinem Arbeitszimmer im Kreml mit Frau und Kind. Und vielleicht kann ich da nachher noch drauf eingehen. Das ist jetzt eigentlich eher eine Fußnote, aber sehr wichtig für die Datierung. Im Nachlass von Wieland Herzfelde fand sich eine sehr erstaunliche Fotografie in der Größe. Genau dieses Motiv, eben die Titelseite dieser Monographie, dann mit der Widmung Moskau, 19. November 22, Genossen Radek zur Erbauung nach des Tages Last und Mühen mit herzlichster Widmung von George Cross. Und dazu muss man sich sozusagen dieses Aquarell da eben vorstellen. Und also auf der Rückseite nur die Angabe, Geschenk von Uschakow, ein Literaturwissenschaftler, 1968 aus Moskau mitgebracht. Nichts weiter wissen wir. Vielleicht gibt es Hinweise, wo Teile der Radek-Bibliothek sind. Ich weiß nicht, wo das Original ist. Also es gibt nur diesen Hinweis, aber für meine Aufgabe, die Reise zu rekonstruieren, das ist durchaus wichtig. So, aber jetzt wollte ich ja noch sagen, er hat ja nicht nur diese Dinge im Gepäck, sondern eben auch eine repräsentative Auswahl seiner Zeichenkunst. Nach derzeitigem Kenntnisstand übergab er das Konvolut bei einem Zwischenaufenthalt in Oslo an den Journalisten Reinhard Torgeierson. Norwegische Genossen richteten ihm eine Personalausstellung aus, die leider nicht dokumentiert ist. Wie aus erhaltener Korrespondenz in der Akademie der Künste hervorgeht, sollte die Ausstellung nach Moskau weiterwandern, wo Cross sie, das möchte ich annehmen, zum Kommentarenkongress im Kreml oder andernorts aus Anlass des 5. Jahrestages der Oktoberrevolution zeigen wollte. Aus unbekanntem Grund hat diese Postsendung, die wohl über das sowjetische Konsulat in Oslo gehen sollte, den Künstler in Moskau nicht erreicht. Wir haben die Kopie eines Briefes von Cross an Karl Radek, ebenfalls aus dem Frühjahr 1923, wo er den Deutschlandsexperten der Kommentaren auffordert, Nachforschungen zum Verbleib der Kunstwerke anzustellen, offensichtlich ohne Erfolg. Bei Herzfelde las ich, aus den 70er Jahren, irgendeine Auskunft, die Blätter seien in Moskau zum Abdichten der Fenster im Winter verwendet worden. Neben unbekannten Dokumenten förderte unsere Recherche also auch längst vergessene Verluste zutage. Man könnte nun meinen, Cross sei nicht zuletzt wegen dieses Verlustes aus der Partei ausgetreten und habe sich vom Kommunismus distanziert. Das entspricht dem etablierten Narrativ, das offenbar besonderen Wert auf eine Trennung von Kunst und Politik legt. Statt Mutmaßungen über Cross anzustellen, möchte ich eine begründete Vermutung zur historischen Bedeutung der gescheiterten Personalausstellung äußern. Es bietet sich an, diese im Zusammenhang mit der ersten russischen Kunstausstellung in Deutschland zu betrachten, die im Oktober 1922 in der Berliner Galerie van Diemen eröffnete Sonderschau, an der auch namhafte Vertreter der russischen Avantgarde, russländischen Avantgarde teilnahmen, zählt zu den wichtigsten Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts. Die Forschung, schreibt der Internationalen Arbeiterhilfe und deren Organisator Willy Münzenberg, das ist aus dem erwähnten, aus der Fotosammlung der Delegierten zum dritten Kommentarkongress an Aufnahmen, Münzenberg. Also, die Forschung schreibt Münzenberg eine Schlüsselrolle am Zustandekommen der Ausstellung zu, wie ein vorsichtiges kulturpolitisches Signal der Annäherung zwischen Deutschland und Sowjetrussland nach Unterzeichnung des Rapallo-Vertrags im April 1922 aussendete. Auswärtiges Amt, preußisches Kultusministerium und Berliner Museen wollten sich nicht aus dem Fenster lehnen. Dafür sprang die private Galerie unter den Linden ein.
Eine Gegenausstellung zeitgenössischer deutscher Kunst in der Sowjetunion kam erst 1924 zustande, ebenfalls von Münzenbergs Arbeiterhilfe organisiert. Die Personalausstellung von George Voss in Moskau sollte parallel zur ersten russischen Kunstausstellung in Berlin stattfinden. Die internationale Arbeiterhilfe kommt als Finanzier des Buchprojekts von Nexel und Gross in Frage und Münzenberg könnte auch die Gross-Schau unterstützt haben. Jedenfalls sollte in Moskau jener Zeichner vorgestellt werden, der politische Karikaturen als Waffe im Klassenkampf einsetzte, wie die Kommentaren seit 1921 forderte. So, jetzt das Kapitel Gross in der Sowjetunion. Das geht schon etwas über die Ausstellung, also über das Thema der Ausstellung, der aktuellen Berliner Ausstellung hinaus. Die Reise 1922 führte den Vorzeigekünstler der Berliner Linken, so will ich ihn mal nennen, nach Sowjetkarelien und Sowjetrussland. Die Ende 1922 gegründete Sowjetunion hat er nie besucht, wurde dort aber der bekannteste linke Künstler des Westens. In den folgenden 10 Jahren bis zur Etablierung eines dogmatischen sozialistischen Realismus, Anfang der 1930er Jahre, waren politische Zeichnungen von George Gross auf Überblicksausstellungen in Moskau, Leningrad, Saratow und Perm zu sehen. Sie wurden in der Presse und in Monographien reproduziert. Es gab publizistische Debatten zur Frage, ob seine Kunst als Vorbild für den sozialistischen Aufbau taugte. Von dieser Auseinandersetzung war zuletzt weder im Westen noch in Russland etwas bekannt. Eine Gedenkveranstaltung zum 80. Geburtstag des Künstlers 1973 in der Sowjetischen Akademie der Künste, Gross war 1959 in West-Berlin gestorben, zeugt von der Bedeutung, die Gross für Altersgenossen und für die damals junge oder die erste Generation sowjetischer Künstler besaß. In sowjetischen Kunstausstellungen der 1920er Jahre war er nur marginal vertreten, vermutlich in Reaktion auf den erlittenen Verlust. Dafür organisierte die von George Gross 1924 gegründete und geleitete erste kommunistische Künstlervereinigung Deutschlands, die heute kaum bekannte Rote Gruppe, die erste allgemeine deutsche Kunstausstellung, komplizierte barocke Begriffe meiner, die 1924 in Moskau eröffnet wurde, und weckte mit Werken von Otto Dix und Otto Nagel, zwei Mitgliedern dieser Roten Gruppe, großes Aufsehen dort. Die sowjetische Rezeption, George Gross Rezeption, war von Majakowski und seinem Kreis um die Zeitschrift Lev, linke Kunst, linke Front der Kunst, angeschoben worden. Zeig mir mal einfach, um ein paar Fotos von Majakowski einzubringen. Die 5 Bände einer Berliner Ausgabe im Verlag Volk und Welt, das sind 60er Jahren auch, weil mir die Umschlaggestaltung gut gefällt, von Klaus Wittkugel, also die durchaus an den Malik Verlag und an Herzfelder anschließt. Der Dichter Majakowski weilte in Berlin, als die erste russische Kunstausstellung eröffnet wurde. Anfang Dezember 1922 vereinbarte er im Malik Verlag eine deutsche Ausgabe seines revolutionären Poems 100 Millionen, das Johannes R. Becher übersetzte. Majakowski nahm Gross-Bücher nach Moskau mit und verteilte sie unter Künstlerfreunden. Der Literaturwissenschaftler und Majakowski-Freund Ossip Brick verfasste erste Essays über Gross. Da wollte ich doch noch kurz was sagen. Das ist Anfang Januar, also im Januar 1923 erschienen, in der Zeitschrift Krasnaya Niva. Und es war in gewisser Weise pikant auch. Also hier sieht man Reichspräsidenten Ebert, das Bürgerkönig. Und links oben, das ist ein Titelbild von einem wichtigen Gross-Buch, Gesicht der herrschenden Klasse. In diesem Buch, ich bringe nachher noch den Titel, ist die Figur nicht zu sehen, aber es ist Graf Proktor Franzau, der ab Ende 22 Botschafter in Moskau gewesen ist. Also, das ist eigentlich eine pikante Veröffentlichung. Hier ist Noske.
Ja, also dieser Freundeskreis bringt die ersten Veröffentlichungen über Cross heraus und eben auch die Zeitschrift Lev. Und dieser Kreis vereinnahmte dort auch in Lev diesen Berliner Zeichner nun gleich als Konstruktivisten, erklärte ihn zum Weggefährten und Schutzheiligen im kulturpolitischen Ringen mit Akademisten und Proletkult. Das ist hier so eine Seite, eine Doppelseite aus der Zeitschrift Lev, 1923, der zweiten Ausgabe überhaupt. Und es sind verschiedene Beiträge von Cross. Lilja Brick hat ein Statement von ihm übersetzt ins Russische und hier oben Arbeiten des Konstruktivisten George Cross. Also, der Kurator unserer Ausstellung, Herr Kemper, protestierte, er ist überhaupt kein Konstruktivist, aber darum geht es hier gar nicht. Ja. Das ist klar. Das ist auch klar. So. Die sowjetische Cross-Rezeption ist ein weites Feld. Im Anschluss an meine Recherchen zur Russlandreise konnte ich mit einem 3-Monats-Stipendium der Bundesregierung, also Corona-Hilfen, eine Bibliografie erstellen, Kopien zusammentragen und eine Reihe von russischen Texten über Cross übersetzen. Auch Professor Smolenska aus Kharkiv, die seit 1922, will ich mal hier erwähnen, als Kriegsflüchtling hier im Max-Singer-Haus lebt, half mir mit einer Übersetzung aus dem Ukrainischen. Denn unter dem Dach des sowjetrussischen Kultusministeriums, das Anatoli Nunatscharski bis zu seiner Absetzung 1929 leitete, konnten auch Schriften über Cross in ukrainischer und armenischer Sprache erscheinen. Mal zum Beispiel, das ist die ukrainische Übersetzung einer Schrift, die Cross mit Wieland Herzfeld herausgegeben hatte, 1925 im Deutschen erschienen, Die Kunst ist in Gefahr, Essays. Und es ist eine russische Übersetzung rausgekommen und das ist die ukrainische Version, wo Cross hier am Benjo dargestellt wird, was aber in dem ukrainischen Kontext so ein bisschen ausschaut wie ein Bandura-Spieler, also ein Legenden-Erzähler. Passt gut. Und dann eine der klassischen Cross-Zeichnungen. Ja, da wollte ich noch die armenischen Sachen zeigen. Das war eine große Überraschung. Ein Heft im armenischen Staatsverlag, 1924 erschienen, eine Monographie von einem, ich muss Ihnen das mal übersetzen, von einem gewissen Karo Alabjan. Kennt ihr vielleicht, also ein bedeutender Architekt. Der hat zu dieser Zeit am sogenannten Bauhaus, russischen Bauhaus, an dem Frutemas in Moskau studiert. Das sind diese beiden Beispiele unter vielen anderen. Bei der Vorbereitung zur Ausstellung hier in Berlin lernte ich Sergei Fofanow kennen, einen Mitarbeiter der staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau, der für unseren Katalog einen Beitrag zu Cross-Werken in sowjetischen Ausstellungen und im sowjetischen Museumsbesitz verfasste. Unabhängig von mir hatte auch er zur sowjetischen Cross-Rezeption recherchiert. Wir wollen versuchen, unsere Forschungsergebnisse zusammen zu veröffentlichen. Eines Tages meldete Fofanow, er hätte das Rad der Geschichte gefunden. Eine schlechte Abbildung dieser sagenhaften Cross-Grafik, die Herzfelde erwähnt, fand sich in der letzten sowjetischen Cross-Monographie von 1975. Die hatte ich schlicht überblättert. Die Quellenangabe war falsch, doch enthält die russische Online-Ausgabe der Pravda, ich habe das richtig in Erinnerung, anders als die von mir und Herrn Hiddler benutzte westliche Version, eine Suchfunktion. Der Abdruck erfolgte in der Ausgabe vom 12. März 1925 auf Seite 3, ohne Titel. Da haben wir es. Wow. Dort steht nur, es sei eine Originalzeichnung des deutschen Künstlers George Cross für die Pravda. Das Motiv gehört in einer Reihe von Epochenbildern aus der kommunistischen Werkgruppe, in denen Cross mal einen Sonnenaufgang mit Hammer und Sichel ziert, das sozialistische Russland als Felsen in der Brandung darstellt oder das Jahr 1917 für die siegreiche Oktoberrevolution appliziert. Mein Kollege fand weitere Zeichnungen, die exklusiv für das Parteiorgan entstanden waren. Mehr noch, er entdeckte eines der Originale.
Die Crosszeichnung Deutsche Demokratie bei der Arbeit reproduziert auf Seite 1 der Pravda vom 14. Oktober 1923. Gelangte in die Sammlung des Moskauer Puschkin-Museums. Das ist der Reichspräsident Ebert, Reichskanzler Stresemann, legen dem deutschen Bürger einen Maulkorb an, die Schupos helfen. Und das hat was mit der Ruhrkrise zu tun, das ist so ein tagesaktuelles Thema. George Cross schaffte es 1924 erneut auf die Titelseite der wichtigsten kommunistischen Tageszeitung. Die Zeichnungen von ihm noch bis 1928 abdruckte. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, eben das von 1924. Dieser tatkräftige Rotarmist, der die westlichen Interventionstruppen aus dem Land treibt. Das ist von 1924. So, fünftes, letztes Kapitel. Ross im Arbeiterkalender. Auch das muss erklärt werden. Zwischen 1919 und 1925 wirkte Cross als Dienstleister im Klassenkampf. Er fertigte Zeichnungen und Druckgrafik. Nach seinen Vorlagen entstanden Plakate und sogar Wandbilder für den KPD-Wahlkampf. Wenn Farbe vorkam, dann nur ein symbolisches, flammendes Rot. Die Farbe der Revolution. Das ist dieses erwähnte Buch, Sicht der herrschenden Klasse, 55 politische Zeichnungen, 1921 erschienen und sehr auflagestark, irgendwo gelesen, nach einem halben Jahr waren 20.000 Exemplare verbreitet und eben mit dem Konterfei des Diplomaten Proktor Franzau, der darauf Botschafter in Russland, in Moskau wurde, ernannt wurde. Und das mag ein Grund gewesen sein, warum man das Titelblatt geändert hat, als diese Cross-Broschüre 1924 in Moskau in russischer Ausgabe erschien. Man war diplomatisch. Also das flammende Rot, darum ging es jetzt. Seine feste Überzeugung von Cross, von der Notwendigkeit einer Kunst, die an den Kämpfen der Epoche teilnimmt, sich gegen Unterdrückung und für Emanzipation der Benachteiligten einsetzt und dafür zeitgemäße Mittel und Wege findet, brachte seine mit Wieland Herzfelde verfasste Schrift Die Kunst ist in Gefahr von 1925 zum Ausdruck, die auch in russischer und ukrainischer Übersetzung erschien. Ich finde dieses Manifest weiter aktuell und frage mich, wie jemand auf die Idee kommt, die kommunistische Einstellung des Künstlers als eine Pose zu denunzieren. Das ist vielfach jetzt auch in den Besprechungen unserer Ausstellung als Ausflucht zu lesen gewesen. Nach einer Hochphase der als politischer Agitator begann Cross 1925 wieder zu malen. Es entstanden Porträts und Landschaften, Stillleben und Akte. Sein Mäzen Felix Weil und Galerist Flechtheim finanzierten mehrmonatliche Reisen nach Italien und Frankreich. Cross nutzte seine Chance und produzierte nun verstärkt für den Kunstmarkt. Daneben schuf er weitere bedeutende politische Zeichnungen. Wurde seinem Ruf als Bürgerschreck gerecht, der das Establishment der Weimarer Republik angriff und deswegen juristisch verfolgt wurde. Der Gotteslästerungsprozess von 1928, ausgelöst von antimilitaristischen Zeichnungen für die Schwäg-Inszenierung auf der Piscator-Bühne hier in Berlin, darunter der berühmte Christus mit der Gasmaske, fand europaweit Beachtung. Der Titel ist also Maul halten und weiter dienen, aber das Werk, also hier eine Lithografie aus einer Malik-Mappe. Herzfelde besaß wohl das Original, die Originalzeichnung. Also man spricht da von dem Christus mit der Gasmaske. Die sowjetische Presse ergriff Partei für Cross und verurteilte die Klassenjustiz. Eine Karikatur der Kukriniksi stellt den Künstler in Handschellen,
einer vertierten Horde gegenüber. Sein weißes Hemd symbolisiert die Unschuld. Das drastische Christusmotiv wurde von sowjetischen Bildenkünstlern, also mein Kollege Fofanow hat mich darauf hingewiesen, vielfach variiert und für Bühne und Film adaptiert. Ja, nun ließe sich sagen, Cross habe nach seiner kommunistischen Phase gesellschaftskritische Werke geschaffen. Ich weiß nicht, ob eine solche Unterscheidung sinnvoll wäre. Ja. Ein Parteiaustritt ist nicht belegt. Der Umgang mit KPD-Genossen für die Berliner Zeit bis zur Übersiedlung in die USA bezeugt. Genosse Piscator war der Partei 1919 zusammen mit Cross und den Brüdern Herzfelde beigetreten. Wieland Herzfelde hatte eine Grafikmappe mit Schwegillustrationen von Cross verlegt und stand mit dem Künstlerfreund vor Gericht. Auch wenn es bald zum Streit mit dem Verleger kam, der ihm nachlassendes Engagement oder wachsendes Desinteresse für die Parteiarbeit vorwarf, blieb ihre Freundschaft trotz politischer Meinungsverschiedenheiten bestehen. Was man hier an diesem Urlaubsfoto sehen kann. Gattin Eva Cross und einer der beiden Söhne Cross. Zum persönlichen Netzwerk des Künstlers in Berlin gehörte auch der Kunstschriftsteller und Sammler Eduard Fuchs, ein persönlicher Freund Lenins. Unser Katalog enthält einen eigenen Beitrag von Ulrich Weitz über den Mann im Schatten, das heißt in der Literatur. Fuchs leistete Pionierarbeit für die Verbreitung politischer Karikaturen erst in der sozialdemokratischen Presse, dann bei der KPD, zu deren Mitgründern er gehörte. Dessen, noch mal zeigen, ein ungewöhnliches Foto hier von Fuchs. Dessen Zehlendorfer Haus, die Villa Perls von Mies van der Rohe, war bis 1933 ein Treffpunkt von Intellektuellen und Politikern aus der linksradikalen bis liberalen Spektrum. Auch sowjetische Gäste wie Eisenstein und Trotzki und Kuriere der Komintern verkehrten dort. Ein Dossier des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung gibt an, Fuchs sei im westeuropäischen Sekretariat der Komintern bis Ende 1922 für Finanzen zuständig gewesen. Das ist der erste Bau von Mies van der Rohe, die Villa Perls, 1912, meine ich, gebaut. Fuchs lebte entweder ab 18 oder vielleicht schon ab 1914 dort, aber 18 bis 33 ist gesichert. Und er ließ von Mies van der Rohe in den 20er Jahren einen Galerieflügel anbauen. Das ist der Zwischenbau und dieser Galerieflügel links. 1927, meine ich, ist das entstanden. So. Cross kannte den Sammler wohl bereits, als er 1922 nach Sowjetrussland reiste. War Fuchs doch der väterliche Freund der Weisen Wieland Herzfelde und John Hartfield, ein Förderer des Malik Verlags. Für den Werdegang des politischen Zeichners George Cross und dessen Anerkennung wichtigster Nachfolger eines Goya, Hogarth, Daumier und Rowlandson in der Neuzeit zu sein, das ist eine Grafik 1921 für Rowlandson, heißt die. Ein Druck. Immerhin ein Hinweis, dass er sich schon beschäftigt hat mit diesem englischen Karikaturisten, politischen Zeichner, und dem Fuchs sehr, sehr viele Blätter besaß. Also Fuchs spielte für die Einführung des Künstlers Cross in die Geschichte der politischen Karikatur eine große Rolle. Er besaß die weltgrößte Sammlung historischer Karikaturen und hatte seine Freude daran, Cross Einzelblätter zu zeigen und auf Details hinzuweisen. Wie dieser in seinen Memoiren berichtet, Cross ließ sich vermutlich davon zu eigenen Zeichnungen anregen. Also das ist nur so ein allererster Hinweis. Ob Fuchs im Einzelnen womöglich auch konzeptionell an seinen Malik-Mappen und Büchern mitgewirkt hat, wissen wir nicht. Auf die Arbeitsweise von Cross mit Bildvorlagen zu aktuellen politischen Themen und die Popularisierung seiner politischen Grafik im kommunistischen Milieu macht eine digital neu erschlossene Quelle aufmerksam. Der Arbeitskalender,
des Verlages Karl Heum, Nachfolger Hamburg, für die Jahre 1923 bis 1933. Titelblatt für den Kalender, ein Abreißkalender für 1931. Gross ist in diesem Abreißkalender der historische und zeitgenössische politische Grafik aus der Sammlung Fuchs reproduziert, um die Geschichte der Klassenkämpfe zu illustrieren, nach Daumier, der meist reproduzierte Künstler. Neben Reproduktionen aus alten Malik-Büchern tauchen politische Blätter in dem für Gross seit Mitte der 1920er Jahre typischen freieren Zeichenstil auf, in Schwarz-Weiß und Farbe. Die Tuschezeichnung mit der Bildunterschrift "An die Laterne mit den Blutsaugern", abgebildet im Arbeiterkalender 1930, mag schon 1927, und zwar nach einer Fotografie von der Erstürmung des Justizpalastes in Wien, im selben Jahr entstanden sein. Und auch diese Fotografie ist im Arbeiterkalender abgebildet. Da kann man sehen, wie Bildvorlagen genutzt werden, überarbeitet werden, deutlicher gemacht werden, die Motive. Den 10. Jahrestag, und jetzt komme ich schon zum Schluss, den 10. Jahrestag der Oktoberrevolution 1927 feierten zwei Gross-Gedenkblätter. Zum einen der bewaffnete Bauer auf farbigem Fond, würde ich den mal nennen. Das ist also diese Abbildung, da gibt es eine Vorlage, habe ich gefunden, präzise ausgeführt, die ist auf 1924 datiert. Es kann also sein, dass Gross diese schneller nachgezeichnet hat, wie auch immer. Ich will nur das Motiv zeigen. So, und das zweite Motiv, 1927 zum 10. Jahrestag erschienen, ist das eigens rot lackierte Rad der Geschichte. Und damit vielen Dank. Wow. Dankeschön. Ja. Ist der Wasser mit mir? Ja, ich habe mich gerne. Sebastian, vielen Dank für den spannenden, ausführlichen, dramaturgisch hervorragend komponierten Vortrag. Es könnten jetzt ganz viele Fragen natürlich aufkommen und Sie sind ja auch alle gleich gefragt mitzutun. Malik Verlag, Arbeiterhilfe, Münzenberg. Also welchen Reichtum an organisatorischen Strukturen neben und trotz der KPD und der die eine Sektion der Kommunistischen Internationale war und in den jeweiligen Konstellationen zur Moskauer Linie, der Kommentaren oder der KPDSU oder WKB in Klammern B war. Also das ist doch phänomenal, wie die Jungs und Mädels damals es geschafft haben, über informelle Kanäle, Strukturen, Aktivitäten zu mobilisieren, um die Sache der Revolution auch kulturell voranzubringen. Das finde ich phänomenal an deinen Erkenntnissen, die das nochmal so belegen. Ja, man kann ja nur lernen. Also ich bin der Lernender. Ich kenne mich da noch nicht so. Also ich habe 2 Jahre jetzt Gelegenheit gehabt, mich also für diese Ausstellung damit einzuarbeiten. Ich war kein großer Kenner der Geschichte der KPD und habe aber eine Sache hier auch mitbekommen, dass einfach die Konflikte zwischen dieser Künstlergruppe, die hier mehrfach genannt wurde, um den Malik Verlag, zum Beispiel mit der Roten Fahne, also mit der KPD-Presse, mit Journalisten, die in der Partei eingebunden sind und auch dann natürlich sicherlich dann auch mit Parteiführung, eine ähnliche Problematik schon gewesen ist, wie man das aus der DDR dann kennt, also nach 1949. Und aber es ist tatsächlich also in vielen Richtungen, glaube ich, noch wenig erforscht. Also ich will einen Punkt vielleicht noch nennen, der mir so doch wichtig scheint. Also man spürt schon, wenn man sich damit beschäftigt, kunsthistorisch, also ich komme aus einer sozialwissenschaftlichen Ausbildung oder Schule, könnte man sagen, unter Harald Olbricht an der Humboldt-Universität. Und diese Art der
kunstwissenschaftlichen Bemühungen auch um die proletarische Kultur, linke Kultur, die brach ja nach 1990 ab, soweit ich das sehen kann, institutionell. Und also ich kann da in einer gewissen Weise anschließen, habe auch eigene Gesichtspunkte natürlich, aber ich merke auch, wie wenig Leute sich damit beschäftigen. Also auch das ist natürlich, also und insofern findet man natürlich auch einen Haufen Zeug, es ist bei weitem nichts ausgeforscht, ja, also und weil einfach so wenig oder relativ wenig dazu geforscht wurde in den letzten 30 Jahren. Also nochmal zurück in diese Zeit, diese verschiedenen Akteure, diese Akteurslandschaft, die bis ins ja, bildungsbürgerliche, auch vermögende Bürgertum hineinreichte, ohne die verschiedene Absicherung über die damals tragenden Kräfte in der Sowjetunion, die Komintern bestimmten, auch gar nicht denkbar war. Man war eben der Tagespresse oder der Tagespolitik der lokalen Partei nicht so ausgeliefert, wenn man gute Kontakte nach Moskau hatte und wenn man eine andere Ebene des Aktionsfeldes hatte. Also es gab da verschiedene Ebenen. Das ist weder in der DDR wirklich aufgearbeitet worden, noch will es der Westen bisher wirklich wissen. Also ich habe eine ähnliche Erfahrung, konnte teilnehmen an einem Projekt zu Käthe Kollwitz. Dann habe ich mit der Rezeption von Käthe Kollwitz beschäftigt in der Sowjetunion. Und die Tatsache, dass sie in ihren Erinnerungen darüber schreibt, dass während der Januarkämpfe am Kolbe, also am Weißenburger Platz, also jetzt Kolbitzplatz, in ihrer Wohnung bei Hans und Käthe, ein Instrukteur aus der Sowjetunion war, der sozusagen Januaraufstand mit koordiniert und bei denen gewohnt hat, ist natürlich für die bürgerlich eingehegte, humanistische Käthe Kollwitz, die den beste Kunsthandelspreis erzielt und sozusagen zum kulturellen Bildungskanon einer gesitteten, anständigen Bürgerlichkeit gehört, gar nicht vermittelbar. So, und irgendwie war es natürlich total spannend, auch für mich zu sehen, erstens, dass sie diesem proletarischen, diesem Proletkult, der in Deutschland auch sehr stark war, nicht mit anhing und dennoch in ihrer relativen Eigenständigkeit und wissen Parteiferne trotzdem diese Unterstützung bot. Also da sind Übergangsformen und Nuancen und Netzwerke im Zugange gewesen, die noch gar nicht richtig ausgeforscht wurden, aus DDR-dogmatischer Sicht gar nicht näher befragt wurden. Und der Westen hat ja sozusagen auch, oder der Westen ist bitte richtig zu verstehen, zur Generalabstraktion, aber es ist jedenfalls noch viel Forschungsmöglichkeit und ich kann nur bestätigen, dass man genauer nachfragt, man ständig was Neues findet. Ja, ich wollte zu der Cross-Problematik in der DDR oder auch in der Sowjetunion zwei Sachen noch anmerken. Also die Schwierigkeit war, also bei allem Interesse, also in der Zeit, also ab Mitte der 30er Jahre oder spätestens 39, dann war erstmal Sendepause. Da ist meines Wissens nichts, also zu Cross, von Cross publiziert worden und das kam dann erst mit dem Tauwetter also wieder in Gang, also auch durch Ilja Ehrenburg befördert, weil Cross und Ehrenburg miteinander bekannt gewesen sind. Also wir haben für den Katalog, da bin ich sehr froh, dass das gefunden werden konnte, ein Foto gefunden, eine Silvesterfeier, also 1929-30 im Hause Cross. Da nimmt Ilja Ehrenburg teil mit seiner Frau, Kosinzewa Ehrenburg, also einer Künstlerin. Konstantin Fehlin ist dabei, Paul Eloire ist dabei. Also im Prinzip ist das eigentlich ein wichtiges Dokument, auch um die Berliner linke Kulturgeschichte zu illustrieren, ist aber meines Wissens gar nicht so groß bekannt gewesen. Und jetzt haben wir das da gefunden und abbilden können. Also die Schwierigkeit war sicherlich die, dass in Russland hatte ich das gelesen, die sowjetischen Genossen haben da zwar 1975, also dann Literaturwissenschaftler eben nachdem Ehrenburg das Eis gebrochen hat, sind Texte erschienen in den 60er Jahren über Cross und Majakowski und also immer so eine Mischung aus Mystifizierung, wenig Sachforschung, also dass man kriegt nirgendwo, das ist das Erstaunliche eigentlich, mal einen Bericht, der war also ich habe ihm das vorgetragen, also 3,5 Monate war der in Russland und hat in Petersburg auch
in Moskau sich ja aufgehalten, Bilder angeschaut, war sicherlich bei Meyerhold-Inszenierungen. Da würde man doch vermuten, dass man irgendjemand das mal aufschreibt. Es gibt Tagebücher, ich habe gehört, die Tagebücher von Ilja Brick soll es geben, aber die seien noch gesperrt. Also vielleicht kann da jemand was Genaueres sagen, wo was zu finden wäre. Es sind sehr viele Dinge natürlich in der Zeit des großen Terrors sicherlich vernichtet worden, dass man keine Verfolgung damit vielleicht erleiden musste. Also ich habe das auch gefunden, dass also Tagebücher aus dem Kreis der Familie eines Petersburger Malers, Filonow, der mich interessiert, einfach auch rausgerissen waren, also für diese Zeit, wo da vielleicht eine Begegnung drin stand. So, und dann wussten die Genossen dann in den 70er Jahren oder eben wahrscheinlich bis ans Ende der Sowjetunion öffentlich zumindest nicht zu erklären, warum nun der Genosse Gross 1932, 1933 nicht in die Sowjetunion emigriert ist, sondern in die USA gegangen ist. Und man konnte das irgendwie nicht genau erklären. Ist er jetzt ein Gegner des Sozialismus geworden oder ein Gegner der Sowjetunion geworden? Also diese Problematik war da nicht zu klären. Und in der DDR sind ja Bücher über Gross erschienen. Also Herzfelde war da natürlich maßgeblich oder derjenige, der das betrieben hat, Lothar Lang auch. Aber diese Frage, ob der nun irgendwie noch ein Linker war, nachdem er in den USA gelandet ist und was vor allen Dingen mit ihm dann nach 1945 passiert ist, hat man, glaube ich, im Osten nicht klären können. Du bist ja jetzt in der guten Position, sozusagen Forschungshypothesen aufzustellen. Das kann ja von der Hypothese sein, er ist sozusagen mit dem Bruch von Münzenberg und dieser ganzen Fraktion mit Stalin sozusagen nach dem Westen gegangen. Ich habe ja nur herausfinden können, dass Hannes Meyer für die Kommentare in Mexiko zuständig war. Das heißt, es gibt auch andere Gründe, wegzugehen. Es gibt auch unterschiedliche Fraktionen in der Sowjetunion, die sozusagen ihr Überleben oder ihre Strategie angesichts des Durchregierens und der totalen Macht von Stalin variiert haben. Also wir haben unseren gemeinsamen interessanten Schriftsteller und Botschafter Konstantin Umanski denken, der das erste Buch in Berlin veröffentlicht hat über die sowjetische Kunst, noch vor der Ausstellung. Mit 18 und dann Botschafter in USA und Mexiko war und während eines Flugzeugunglücks in Lateinamerika, glaube ich 1946 oder 1945, umgekommen ist und ein ganz wichtiger Partner für Hannes Meyer war. Also es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, nach Amerika zu gehen, ohne mit dem sozialistischen Projekt zu brechen. Und dennoch gibt es diese schöne Geschichte, die musst du noch erzählen, weil sozusagen klar ist, wie stark auch die persönlichen Beziehungen über alle Brüche hinweg eine Rolle spielten. Und da scheinen ja eben Wieland Herzfelde und Malik Verlag, wer noch was in dem Raum weiß darüber, möge es andeuten oder sagen, dass der Gross ja durchaus eine Einladung hatte an einen Kongress für kulturelle Freiheit, also dem CIA-finanzierten Kongress in West-Berlin aufzutreten. Und warum ist er da nicht aufgetreten? Das musst du sagen, erzählen jetzt. Ja, also ich muss das nochmal deutlich sagen. Ich bin Azubi sozusagen in diesem Bereich hier. Es gibt Leute, die sich Jahrzehnte mit Gross beschäftigen und gleichzeitig haben wir ja nun festgestellt, es ist viel Forschung noch möglich oder noch nötig, um irgendwie zum Beispiel diese ganze Geschichte etwas zu erzählen. Also mich hat erstaunt, dass es eine so wichtige Freundschaft wie zwischen Herzfelde und Gross beispielsweise, wo es auch einen sehr großen Briefwechsel gibt, dass das noch nicht ediert ist. Also dass die Sachen sind nur teilweise veröffentlicht, also in dieser Briefauswahl, die es zu Gross gibt. Und diese Freundschaft hielt halt über die Emigration. Also Herzfelde ist ja 1949 aus New York dann in die DDR gekommen und in Leipzig gewesen. Und es gibt halt auch Briefe aus dieser Zeit noch weiter dann. Also das schwankt etwas, man muss das erstmal studieren. Ich will da nicht voreilig sein. Aber in unserem Kontext ist der Einfluss durchaus wichtig. Es muss auch noch eine Einschränkung. Es muss auch Autobiografie von Gross deutlich genau sprechen zu können, muss da eine literaturwissenschaftliche, quellenkritische Analyse noch stattfinden. Also ich habe das jetzt in meiner
für meine Arbeit hier versucht. Wir haben noch kein, das Originalmanuskript ist verschwunden, das gibt es noch nicht. Also da sieht man jetzt nicht gleich die Korrekturen oder kann das nicht genau feststellen. Aber kurzum, also jedenfalls als das entstanden ist, also war 1942 in New York, sind also Herzfelde und Cross sehr eng beieinander. Herzfelde schreibt auch Erinnerungen und naja, und jedenfalls die erste Ausgabe englischsprachig ins Englische übersetzt, dieser Memoiren von Cross erscheint 1946 in New York, ohne Russland-Kapitel und soweit ich weiß auch ohne Abschnitte über die Berliner Kunstszene. Also überhaupt in den Memoiren ist kein Wort von KPD und von Kommunismus die Rede, das wird angedeutet. Naja, und jedenfalls, und da gibt es die Erzählung dazu, ich sage es mal so allgemein, einfach die Erzählung, dass Herzfelde das Manuskript gelesen hat und Cross gerügt hat, habe, warum er denn da also so despektierlich über diese Russlandreise schreibt, wie er dann am Ende geschrieben hat und so weiter. Und dann hätte er das rausgenommen, um einfach diese für ihn absolut lebenswichtig und also eine bedeutende Freundschaft einfach zu wahren. Und so muss es dann eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Also Cross bekam eine Einladung am Kongress für kulturelle Freiheit 1950 teilzunehmen, hatte wohl schon zugesagt. Ich glaube, in einer Zeitung wurde das schon angekündigt. Und dann teilte Herzfelde wohl aus Leipzig mit, dass die Freundschaft gebrochen werden würde, wenn er das machen sollte oder ob er denn nicht wüsste, was das für eine politische Veranstaltung sei und so weiter, und hat das zurückgezogen. Und aber dann doch in der Zeitschrift dieses Kongresses sein Russland-Kapitel veröffentlicht, 1953. Also das sind erstmal, also ich kann mir da noch keinen Reim drauf machen, weil man einfach noch genauer hingucken muss, aber das ist erstmal so die Rohfassung dieser. Also man kann sich ja vorstellen, unter welchen Spannungen die Beteiligten da standen. Und du hattest vorhin auch einen Juristen erwähnt, einen Rechtsanwalt, dem er irgendwelche Erklärungen gibt. Das klingt ja fast, als wenn es eine Vorbereitung einer Anhörung von amerikanischer Seite war. Also ist er nicht befragt worden? Also zumindest FBI muss doch festgestellt haben, dass er zumindest mal links gewesen war, also kommunistisch. Und na klar, also würde auch denken, da sind noch andere Quellen zu heben, um diese Frage. Aber kannst du sagen, was das für ein Dokument ist, genau, für einen Brief an den Rechtsanwalt, sind das Zuarbeiten, also es gibt für solche Anhörungen oder was? Also es gibt ja diese sehr verdienstvolle Ausgabe der Briefe von Cross im Rowohlt Verlag 1979 erschienen, also 1955 sind die Memoiren von Cross in deutscher Übersetzung dort erschienen. Übrigens sein Lektor war dieser Willi Wolfrath, der die erste Monographie gemacht hat, von 1921 so. 1979 kamen dann diese Briefe, diese Briefedition, und da ist eben ein Schreiben an diesen Anwalt mit dieser politischen Erklärung. Von wann ist die? Von 1955. Ich weiß gar nicht, ob dort der Kommentar drin ist. Ich glaube, das ist knapp kommentiert, aber dann haben verschiedene Biografen aus den 70er Jahren haben das etwas genauer, englisch-amerikanische Forscher haben das etwas genauer dargestellt. Es war eine wichtige Sache, dass die Söhne, also ein Sohn wollte, war Physiker meines Wissens, oder wollte in der Atomwirtschaft eine Stelle annehmen und der musste überprüft werden. Also dazu war das sehr wichtig. Und dann ob nun aus diesem Grund oder weil Cross überhaupt überprüft werden sollte, sind wohl sogar zwei Agenten, FBI-Mitarbeiter, nach West-Berlin gereist und haben in den 50er Jahren dort Sondierungen angestellt und haben bei der Wirtin nachgefragt, wie ich mir gemerkt habe, die ihnen nichts verraten hat, und haben auch Karl Hofer, also in der Hochschule für die bildenden Künste gefragt, der auch sehr gut über Cross gesprochen hätte. Also da ist wohl nichts rausgekommen. Aber also das war eine Problematik, und es gibt weitere Hinweise, dass er Angst hatte vor Entdeckung oder Enttarnung und vor entsprechend Sachen. Letzte Frage meinerseits, dann sind Sie gleich dran. Du hast jetzt eine Ausstellung gemacht zum Thema Russlandreise. Ich durfte mitarbeiten. Du durfst mitarbeiten, und da sind ja schon sozusagen Türen, Schlitze aufgegangen. Es gibt noch Verabredungen für weitere
Projekte in diesem Rahmen, denn wer noch nicht da gewesen ist, sollte unbedingt in dieses kleine Großmuseum gehen, sich das ansehen. Bis Anfang Mai. Das auf Zeit gedacht ist. Bis Anfang Mai gibt es diese Ausstellung. Es sollen weitere Projekte folgen und da deutet sich jetzt an, dass ob dort oder in anderer Weise, aber es was über die sowjetische Rezeption von Gross von euch beiden geben könnte. Ja? Mit dem Strategieverfahren zusammen oder wie? Also zum einen ist eben dieses Museum wirklich allen Interessierten zu empfehlen. Da arbeitet der Verein George Gross in Berlin e.V., bereitet weitere Wechselausstellungen vor. Es soll, also sind zwei schon geplant. Eine dritte möglicherweise soll die ersten Jahre in den USA darstellen. Und da wurde ich auch gebeten, oder es könnte eventuell, wenn das soweit kommt, kann man sich vielleicht auch mit diesem Herzfelder Gross, mit dieser Freundschaft in der Emigration beschäftigen. Also das ist zum einen, das sind die Pläne des Vereins, die hoffentlich in Erfüllung gehen werden. Also einmal im halben Jahr soll da eine neue Themenausstellung gezeigt werden. Also, und mein privater Wunsch ist, ich habe halt jetzt doch eine größere Bibliografie, das sind 40, 60 Titel etwa, also von sowjetischen Texten über Gross zusammenstellen können, einiges übersetzt. Der Kollege Fofanow hat selber recherchiert für ein Ausstellungsprojekt der Tretjakow-Galerie, was nicht realisiert werden konnte, und weiß auch viel. Und wir möchten das eigentlich ganz gerne zusammenbringen, sind da aber noch am Anfang der Wegstrecke bis zu einer Publikation. Herzlich Rau, du hast eine Frage. Ja. Die Veröffentlichungsgeschichte des Reiseberichtes ist ja selbst eine höchst widersprüchliche Angelegenheit. Ich stelle eine spekulative Frage. Sie sprachen von einem ersten Teil dieses Reiseberichts und ich habe nicht mitbekommen, was der zweite Teil sein soll. Ich stelle jetzt aber erstmal eine Frage. Wenn man den Reisebericht sieht, dann wundert man sich, der läuft für mich auch tatsächlich in zwei Teile, da wundert man sich, wie ausführlich und lebensnah er diese Ula-Reise da über dieses Gewässer da, um nach Murmansk zu kommen, und auch die Aufnahme dort, wie bis ins Einzelne er das schildert. Kommt er nach Leningrad, nach Petrograd und dann nach Moskau zum eigentlichen politischen Ereignis und da wird das immer dünner. Woraus erklärt sich das? Oder noch spekulativer gefragt, gibt es Varianten von diesem Reisebericht möglicherweise? Nein, also in der kurzen Zeit jetzt, die ich mich damit beschäftigen konnte, habe ich versucht, zunächst mal die Original zu finden, die verschiedenen Ausgaben, englische, deutsche Ausgabe miteinander verglichen, und da ist sehr vieles unsicher. Also ich hörte, dass das Original, also das Originalmanuskript irgendwann mal, also schreibt eine dieser Cross-Biografin ins Museum of Modern Art gekommen sei, wo es aber jetzt trotz Nachfrage nicht gefunden wurde. Also man kann, also mir ist das auch aufgefallen, dass dieser Reisebericht, der besteht vielleicht aus 40 Seiten, Druckseiten, und 20 Seiten davon sind also Anreise über Skandinavien und einschließlich dieses Aufenthaltes in Murmansk, extrem detailliert. Und dann ist er eben, wie Sie hörten, in Petrograd, in Moskau, also mehrere Monate. Und da gibt es eigentlich hauptsächlich Episoden von Begegnungen, also mit den bedeutenden Persönlichkeiten, die sehr also skurril einfach geschildert sind, eben ohne irgendwelche Kontexte. Also ich habe keine genaue Überprüfung dieser Quelle vornehmen können. Also das weiß ich einfach noch nicht. Was ist das für ein Bruch, der da stattfindet? Bei ihm selber. Ja, ich kann es auch nicht genauer sagen. Also, von wann stammt diese Erinnerung? Kann man von 1942. Ja. Also zumindest wissen wir aus Tagebucheintragen oder aus Notizen, wann er dieses Kapitel niedergeschrieben hat, wann er damit begonnen hat. Aber da wir die Originalschrift nicht haben, ja, können wir halt nur annehmen, dass das, was gedruckt wurde, auch irgendwie diesem Original entspricht. Also es ist schwierig und nicht ganz endgültig geklärt. Gibt es weitere Fragen?
Soll ich das auch? Oder Anregung, ja bitte. 1993 oder 1994 gab es schon mal eine Großausstellung, glaube ich, im Fernsehturm. Ich habe nämlich einen dicken Katalog. Und den hat Klaus-Peter Schuster ausgegeben. Da muss ja auch so ein General da gewesen sein. Mhm. Das ist in dem Mies van der Rohe-Bau gewesen. Da gibt es auch kein Kapitel zu dieser Sache. Das hat mich schon gewundert. Das ist aber eine ganz dicke Publikation. Ja. Das zweite ist eine Ergänzung. Eduard Fuchs, da muss man natürlich ergänzen, dass er maßgeblich das Liebknecht-Luxemburg-Denkmal initiiert hat und dafür den Mies van der Rohe gewonnen hat. Also, dass die KPD und möglichen Künstler dafür gewinnt, das kann man sich schwer vorstellen. Naja, also diese Retrospektive ist ein riesen, also ein bedeutender großer Katalog ist dazu entstanden und da ist aber der große Wunsch der Macher gewesen, Berlin und Manhattan miteinander zu verlinken. Also das Russische spielt da keine Rolle und das Kommunistische auch eher nicht, eher wenig. Es stirbt, es stirbt. Zum Revolutionsdenkmal kann ich mal sagen, dass Fuchs quasi der Kulturbeauftragte oder die Autoritätsperson für die KPD war ich habe mich gerade damit beschäftigt, weil es im Mies van der Rohe Haus in Lichtenberg in Hohenschönhausen gab es so eine Vortragsreihe, die sich mit dem Hintergrund des Revolutionsdenkmals und mit den Ideen der Rekonstruktion des Denkmals beschäftigt hat. Und ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Und da ist ja die Vermittlerrolle von Fuchs bekannt, der selber übrigens eine andere Idee hatte und dann aber durch die Begegnung mit Mies van der Rohe eben auf den besseren Vorschlag kam, Mies van der Rohe damit zu beauftragen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber klar, gehört das mit in diesen Kontext dieser engen Verzahnung der Berliner Szene, wo ganz verschiedene Leute miteinander in erstaunlich engen Kontakt standen. Ja, Grischer. Zu diesem 42 und der Frage, warum die Aufzeichnungen so sind, wie sie sind, hinweisen. Also ich beschäftige mich mit Rechtsjournalen und da kommt es 41 in die USA und schreibt sein Journal weiter und schreibt dem wie so eine Schutzbehauptung, schreibt er in das Journal. Also man kann hier nur bestimmt, in diesem Journal kann ich nur bestimmte Themen behandeln. Aus naheliegenden Gründen, weil dieses Journal möglicherweise auch ungeliebte oder ungewollte Leser haben wird und weil es über mehrere Grenzen zu transportieren sein wird. Und das sind natürlich unterschiedliche Grenzen, die meinen Genregrenzen, genauso wie geografische Grenzen. Aber wenn man sich vorstellt, dass der vom ersten Tag an, als er in den USA war, der FBI dran war, und die mit Barlows Wohnung verwaist haben und. Und ja, in der Zeit schon wenigstens der Vorläufer von diesem McCarthy-Ausschuss, also dieses Taft-Komitee, gab. Die Atmosphäre war da, in der man bisher nicht so laut über seine kommunistischen Verbindungen redet. Und es ging, in dieser Zeit schon los. Und wenn ich mir denke, der sitzt also in den USA 42, will seine kleine Kunstschule aufmachen und so weiter und schreibt jetzt darüber, da würde ich auch aufpassen, weil ich da schreibe. So wie man heute auch wieder an bestimmten Stellen. Ich wollte sagen, man muss heute auch. So wie man heute an bestimmten Stellen auch aufpassen muss. Wenn ich noch eine Sache vielleicht sagen darf, also was für mich selber. Also es gibt immer Varianten, das darzustellen, wenn man es dann aufschreiben soll. Ne? Also eine Verfolgungsgeschichte zum Beispiel. So, ne? Also ich habe für mich eher bemerkt, dass es also eine andere Erklärung auch gibt über diesen Gesinnungswechsel meinetwegen oder diese so. Denn was man bei fortschreitender Forschung oder Beschäftigung mit dieser Berliner Zeit halt doch herausfindet, also, was du ja auch herausgefunden hast, in dem Bereich der Architekturbeziehungen und Geschichte, ist doch, wie viel wertvolle Beziehungen institutioneller Art, freundschaftlicher Art, Parteibeziehungen es gegeben hat, die einfach alle, also
nur noch in Schwundstufen oder in ganz wesentlichen Bezügen dann verschwunden sind. Und wenn man jetzt nicht immer nur auf die Einzelpersonen Cross meinetwegen guckt, sondern das, was er gemacht hat, was ihn auszeichnet, natürlich aus Begabung resultiert, versteht, aber eben auch aus Arbeitsbedingungen, Arbeitsrahmenbedingungen, institutionelle Art, persönliche Art, dann muss man sich ja eigentlich auch nicht wundern, dass der Mann sich ändert, wenn diese ganzen Beziehungen sich verändern und wegfallen. Also das ist für mich eher so die Erklärung auch. Denn also ein Fuchs mit dieser Sammlung, also da war so ein Interieurfoto, also wo die Daumier-Gemälde an der Wand hingen, und dann soll der da 20.000 oder noch mehr Grafiken gehabt haben. Also ich weiß nicht, wie häufig der Cross dort war oder was da überhaupt die Umgangsformen waren. Der konnte sich da also, ja, einfach, er bekam was gezeigt, er guckte einfach verschiedene Daumier-Geschichten, wie Daumier 1871 also verschiedene Dinge gezeichnet hat. Wenn jetzt wieder ein Jubiläum kam, konnte er sich da vielleicht einen Rat holen. Das ist ja viel privater gewesen dann in New York. Also diese ganzen Arbeitsbeziehungen fallen alle weg, und er will auch Amerikaner werden. Also das hat er ja immer schon in Berlin aus, war er schon begeisterter Träumer von Amerika und wollte auch eigentlich in der Zeit 22, also er kommt nach Berlin zurück von Moskau aus und schreibt sofort, also in Moskau hat er amerikanische Leute getroffen, schreibt ihnen sofort Briefe, sie sollen ihm Verbindungen klären, klar machen, er will 23 eigentlich nach New York und will da alles Mögliche machen. So, ne? Ja, darum ging es ja auch eigentlich, die Revolution im Westen zu tragen. Nicht? Ja, bitte. Ja, ich habe nur einen Vorschlag so als Kontext, bezogen aufs FBI, gibt es ja dieses schon vor vielen Jahren immer auf Paul Verlag erschienene Buch über die Observierung der Schriftsteller von dem amerikanischen Literaturhistoriker. Und der hat ja die FBI-Files angesehen. Und es gibt ja im Unterschied zu hier das Gesetz, dass man ab einer Sperrfrist, wenn die um ist, die FBI-Akten angucken kann. Ich glaube, man kann es nicht von hier aus als Bundesbürger oder Bundesbürgerin, man braucht dann einen Kollegen in den USA, der das macht. Aber dann ist es relativ problemlos, allerdings mit den Schwärzen. Also wer sich erinnert, vor vielen Jahren die Ausstellung zu Albert Einstein, und dann hatten wir ja in dem einen Raum die alle so auf so einer Wäscheleine aufgehängt, und dann waren da die Schwärzen zu sehen. Ja, aber er ist mit Sicherheit, also ich würde sagen, mit nur 95% der Wahrscheinlichkeit im Visier gewesen, einfach durch die er kannte. Und es traf ja alle, also ich habe gearbeitet über emigrierte Wissenschaftler, die traf es auch. Und es war auch nicht so, dass das ein Geheimnis war. Ein Teil dieser FBI-Beamten kamen ja ganz offiziell ins Haus und führten, wie das im Englischen so schön heißt, ein Interview. To make an interview with you. Also man wusste, wer da kommt. Also insofern, also ich würde sagen, normale Geschichte. Wenn der 23 seinen amerikanischen Freunden einen Brief geschrieben hat, dann haben sie es von da schon an auf dem Zettel gehabt. Ja. Also wie gründlich die jeweiligen gearbeitet haben. Man muss auch mit der Schnapperei der Behörden rechnen. Aber an der Stelle war es so. Wie auch immer. Man kann nur hoffen, dass es eine Fortsetzung deiner Forschungsarbeit, sowohl was die sowjetische Rezeption angeht oder eben auch das spannende Kapitel der Existenz der kulturellen Kommunikation, der sozialen Einbildung, des politischen Umfeldes in Amerika geht, geben wird. Und natürlich noch interessanter, was das dann eigentlich wieder, als er dann nach Berlin kam, nach West-Berlin und noch in West-Berlin starb, was mir gar nicht so bewusst war. Für mich war der sozusagen Amerika abgetaucht. 1953 war ich auch noch nicht geboren. Also insofern geht es mich auch nur begrenzt was an. Aber sozusagen zu relokalisieren mit Berlin und auch das Nachkriegs-Berlin genauer zu verstehen und diese Veröffentlichungsgeschichte der mehr oder weniger vollständigen Erinnerung ist natürlich total spannend. Also ich hoffe, du kannst deine Forschung fortsetzen. Danke dir für, ja, sag noch mal. Eine letzte Anmerkung für dein großes Projekt der Bewerbung, Weltkulturerbe-Bewerbung. Also kommt ja das Hansa-Viertel auch vor, und es gibt in der Ausstellung ein fantastisches Foto zu sehen in einer Vitrine,
Da sieht man George Cross als Cowboy vor dem Hansaviertel stehen. Super. Oder als Sheriff. Also großen herzlichen Dank, Christian, dir für deinen Vortrag heute Abend. Ihnen die Empfehlung, noch ins kleine Grossmuseum zu gehen, in der Bülowstraße. Es ist wirklich eine Entdeckung. Und ansonsten der Blick ins Programm sei empfohlen. Nächste Woche trage ich über den Pavillon de la Paix auf der Weltausstellung 1937 vor. Wir kommen also gewissermaßen wieder an bestimmte Themen zurück. Vielen Dank fürs Kommen. Kommen Sie wieder. Alles Gute. Gut gemacht, ja.